So, Freunde, hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch herzlich zum 8. Spieltag in der Bundesliga. Wir spielen auswärts gegen den Tabellen-7. Bayer Leverkusen und wollen natürlich hier den Pflichtspielsieg aussprechen. Auf jeden Fall, wir brauchen die 3 Punkte auf dem Weg zur Meisterschaft und ja, wir wollen natürlich weiterhin hier Dortmund auf den Fersen bleiben. Deswegen haben wir jetzt hier auch schon den ersten Eckball durch Coman. Sabitzer verlängert per Kopf zu Martinelli, der nicht lange zögert und direkt abzieht. Der Torhüter streckt sich fast vergeblich, aber mit den Fingerspitzen kann er den Schuss gerade noch zur Ecke ablenken. Gute erste Möglichkeit hier von uns, beziehungsweise von Martinelli. Wieder eine Ecke von Coman. Lewandowski steigt zum Kopfball hoch, aber Tah ist einen Moment eher am Ball und kann die Ecke klären. Das fängt schon mal ganz gut an hier. Die Bayern sind von der ersten Minute an voll da. Sabitzer dirigiert seine Mitspieler entschlossen. Sehr gut. Macht einen auf Spielmacher. Das freut mich, dass er da ein bisschen den Kapitän da raushängen lässt auf dem Platz da im Mittelfeld. 9. Minute vor dem Strafraum, der München leitet Arangus stark auf Frimpong weiter. Der wendige Außenverteidiger ist rechts durch, bleibt mit seiner flachen Hereingabe jedoch an Lucas hängen. Die Münchner operieren häufig mit langen Bällen in die Spitze. Wollte ich eigentlich gar nicht mit langen Bällen spielen, aber ja, so richtig klappt das mit den taktischen Einstellungen nicht, habe ich so das Gefühl. Wenn man das so setzt, sagt er mir auch, ich spiele mit Langpässen, deswegen könnt ihr es ja mal so machen. So, geht mal drauf da jetzt. Wird Zeit für das erste Tor nach knapp 20 Minuten. Jetzt wieder ein Eckball von links, wieder durch Coman. Martinelli köpft die Ecke in Rückenlage irgendwie aufs Tor, aber der Torhüter ist zur Stelle und wehrt den Ball mit einer etwas auf Schauspielerei ausgelegten Parade zur nächsten Ecke ab. Ein äußerst dankbarer Ball für einen Torhüter. Also nächste Ecke, wieder Kingsley Coman. Lewandowski kommt bedrängt von Jonathan Tah zum Kopfball, verfehlt aber das Tor leider um einige Meter. So, wir kriegen richtig viele Ecken hier. Die Ecke ist ein Tick zu kurz und kein Problem für den Innenverteidiger, der den Ball unter Kontrolle bekommen und klären kann. Eine scharfe Hereingabe von Coman ist etwas zu nah vor das Tor gezogen. Der Torhüter ist rechtzeitig unten und packt sicher zu. Das ist mir noch ein bisschen zu wenig hier. Gelbe Karte für Pavard. Jetzt können wir mal ein bisschen mehr auf Angriff spielen hier. Bei den Dortmundern scheint auch noch nicht wirklich was passiert zu sein hier. Jetzt haben sie das erste Tor gemacht. Sieht man anhand der Punkte hier, dass Dortmund führt. Glanzparade von Manuel Neuer hier gegen Patrick Schick, der sofort abgezogen hat. Ecke von rechts für die Leverkusener. Arangunis. Patrick Schick und Upamecano liefern sich ein intensives Kopfballduell, aber Upamecano setzt sich knapp durch und klärt. Jetzt mal über links. Martinelli versucht nach innen zu flanken, der Ball wird abgefälscht und kommt aufs Tor, aber Radicki hat aufgepasst und ist sicher zur Stelle. Schöne Kombination in der 34. Minute über 3 Stationen. Am Ende passt Sabitzer auf Coman und der Nationalspieler vollendet. Mal wieder aus 10 Metern zum 0:1 und bringt uns mit seinem 5. Saisontor hier endlich in Führung. Jonathan Tah mit einer gelungenen Aktion gegen Scott. Ruhig baut er einen eigenen Angriff auf. So kann es weitergehen hier. Neuer wird von Hofmann zu einer tollen Parade gezwungen, nachdem zuvor Aranguiz sich gegen Pavard in einem harten Zweikampf durchgesetzt hatte. Jetzt die Glanzparade hier. Und nochmal Leverkusen. Nach einem weiten Ball von Aranguiz aus der eigenen Hälfte bekommt Schick das Leder, nachdem Pavard die Orientierung verloren hat und den Angreifer von Leverkusen ziehen lässt. Aber der hebt den Ball nur über das Tor. Das heißt, Glück für uns.
39. Minute, Lewandowski verlängert einen weiten Einwurf zu Thomas Müller, der alleine vor Radicki aus 7 Metern nur knapp flach am Tor vorbeischießt. Normalerweise macht er die Dinger rein. Wir werden ein bisschen stärker, habe ich das Gefühl. Coman passt von rechts in den Strafraum, da ist wieder Thomas Müller, steht goldrichtig und zieht aus 7 Metern trocken ab. Und diesmal trifft er zum 0:2. Kosunu und Tah kommen beide einen Schritt zu spät. Und der Routinier, sage ich jetzt mal, macht das 2:0 perfekt. Ein Tor wäre jetzt für Leverkusen so wichtig, aber es sieht wahrlich nicht danach aus. Das Spiel ist pünktlich zu Ende, beziehungsweise die erste Halbzeit. Nach 45 Minuten ist sie abgepfiffen und ja, wir führen mit 2:0. So habe ich mir das eigentlich auch vorgestellt. System oder Taktik geht wieder sehr gut auf. Jetzt müssen wir hier natürlich ein bisschen aufpassen. Die beiden Innenverteidiger haben beide eine gelbe Karte schon. Da würde ich dann schon gerne mal einen rausnehmen. Wir müssen mal gucken hier. Ja, ich würde schon Süle da reinbringen. Ist mir dann doch ein bisschen zu riskant. Nicht, dass wir am Ende hier keine Verteidigung mehr haben. Das wäre ein bisschen heftig, ne? So. Pavard möchte ich trotzdem mal loben. Auch wenn wir ihn rausnehmen. Genau wie Upamecano, die beide ein Top-Spiel gemacht haben. Müller mit seinem Tor, Coman mit seiner starken Leistung und Neuer natürlich mit seinen Paraden hier. So, zweite Halbzeit. Voller Angriff. Auf geht's. Wir fangen wieder gut an. Martinelli taucht nach einer schönen Kombination alleine vor Radicki auf. Der kann den ersten Ball noch halten, aber Coman ist schon wieder da und staubt zum 0:3 ab. Macht sein 6. Saisontor. Und das ist schon echt unfassbar, was der Junge hier aktuell für eine Form aufweist. Sauber. Wir führen 3:0. Das ist natürlich für Leverkusen sehr, sehr bitter hier. 57. Minute, eine verunglückte Kopfballabwehr landet bei Sabitzer, der es mit einem Schuss aus 17 Metern versucht, aber der trifft leider nur Kingsley Coman. So, nach dem Angriff werden wir dann mal die Aufstellung anschauen. Eine Ecke nochmal von Coman von rechts, führt die Ecke aus, bekommt den Ball wieder zurück und darf vom Strafraumeck aus ungehindert flanken. Der Ball segelt durch den 5-Meter-Raum bis zu Martinelli, der scheitert zunächst aus einem Meter am Pfosten. Verwertet aber dann doch noch den Nachschuss, macht sein erstes Tor in der Saison und freut mich auf jeden Fall für den jungen Italiener. Genau, so, dann gucken wir doch mal, was wir hier noch machen können. Ich würde gerne für Scott Goretzka bringen. Und ja, hier brauchen wir eigentlich nichts machen. Ne? Das ist, Coman macht natürlich ein sehr, sehr starkes Spiel hier. Ne? Wir bringen da mal Gnabry auf rechts. So. Aber nicht, wie gesagt, ich wechsle ihn nicht aus, weil er schlecht ist, sondern weil er einfach ein Mega-Spiel gemacht hat. Ja, zwei wichtige Tore für uns hier erzielt hat. Und da kann man auch schon mal wechseln. Ne? So, dann machen wir nochmal hier vollen Angriff. Die letzten 28 Minuten. Leverkusen wechselt auch aus. Amiri kommt für Bellarabi. Und der nächste Angriff gehört dem FC Bayern. Gute Flanke von Thomas Müller, aber Lewandowski hat da Pech, als sein Kopfball nur wenige Zentimeter über den Querbalken fliegt. Goretzka schickt Martinelli, der auf dem Weg zum Tor jedoch ins Stolpern gerät und von Kosunu noch vom Ball getrennt werden kann. Schade. Klostermann schießt Tah an und holt einen Eckball heraus. Mal gucken, wer den jetzt schießt. Ah, jetzt schießt Gnabry die Ecken. Nach einer Ecke von rechts steigt Sabitzer am hinteren Fünfer-Eck hoch und köpft. Radicki reckt sich und fischt den Ball aus der Luft. Glück für Leverkusen, sonst hätte es hier 5:0 gestanden. Die Anhänger des FC Bayern München haben einen großen, aufblasbaren Ball mitgebracht, der jetzt durch den Block wandert. Anscheinend hat man dort eine Menge Spaß. Ja, bei einem Stand von 4:0 auswärts ist auch Spaß angebracht, oder? So, 80 Minuten gespielt.
Jetzt würde ich gerne Choupo-Moting für Lewandowski mal bringen für die letzten 20 Minuten. Das kann man dann auch ruhig mal machen, dass er ein bisschen Spielpraxis noch sammelt, wenn wir ihn schon mal auf der Bank haben. Ecke von links für Leverkusen. Amiri zieht die Ecke auf den kurzen Pfosten. Das wird ziemlich gefährlich. Torhüter Neuer fliegt heran und prallt gegen den Pfosten. Der Ball wird von Süle geklärt. Aber Neuer dürfte jetzt ganz schöne Kopfschmerzen haben. Er kann aber schon wieder lachen. Na Gott sei Dank. Das wäre nicht so schön gewesen, wenn er sich jetzt nur noch verletzt hätte. Nächste Auswechslung. Adli kommt für Patrick Schick im Sturm. Die Abwehr von Leverkusen köpft eine Flanke von rechts zu kurz in die Mitte weg. Thomas Müller kommt an den Ball und schießt direkt. Sabitzer kann den schwachen Schuss aufnehmen, verzieht dann aber leider deutlich. Ja, so ein Abschluss ist mir aufgefallen, ist Sabitzer noch nicht ganz so stark. Gnabry mit der Ecke, die ist ein Tick zu kurz und kein Problem für Frimpong, der den Ball auf Kosten einer weiteren Ecke klären kann. Hoch kommt der Ball auf den Elfmeterpunkt, aber Torhüter Radicki klebt da nicht wie manch andere auf der Linie, sondern stürmt heraus und hat das Leder dann sicher. '83. Minute, Leon Goretzka verlängert einen weiten Ball auf Gnabry. Der schüttelt Kosunu im Laufduell einfach ab wie eine lästige Fliege und trifft dann aber nur das Aluminium. Ja, das hätte ihm gut getan, glaube ich, wenn er mal wieder getroffen hätte, Serge Gnabry. Macht jetzt nach seiner Einwechslung eigentlich ein ganz sauberes Spiel. Flanke von Goretzka, Radecki kommt heraus und flügt sie sicher herunter. Ja, Gnabry aktuell eine Note 1,5, macht ein gutes Spiel, wie gesagt, nach seiner Einwechslung. Jetzt über Gnabry und Goretzka kommt der Ball zum agilen Sabitzer, der schießt, der Ball wird abgefälscht, dennoch kann der Torwart das Leder reflexartig zur Ecke klären. Sabitzer macht ein starkes Spiel, finde ich. Schießt oft aufs Tor, aber belohnt sich nicht irgendwie. Also würde ich ihm auch mal gönnen, wenn er mal treffen würde. Eckball von rechts. Gnabry, Radecki kommt bei der Ecke aus dem Tor, unterläuft den Ball aber um geschätzte 3 Meter. Faustet statt den Ball nur Hinkapi weg. Choupo-Moting muss wahrscheinlich schmunzeln, trifft da den Kopfball nicht richtig und setzt das Spielgerät neben den Pfosten. Auch nicht schlecht. So, jetzt spielt eigentlich nur noch Bayern. Ne? Flanke von Müller. Radicki verschätzt sich und da läuft den Ball. Hinter ihm steht der. Steht aber Hinkapi, der auf Sicherheit geht und zur Ecke klärt. Nochmal ein Eckball von links. Martinelli kommt bedrängt von Kosunu zum Kopfball. Verfehlt aber das Tor gleich um einige Meter. Ja, noch 3 Minuten zu spielen. Reguläre Spielzeit von Leverkusen kommt eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Und das ist auf jeden Fall gelaufen hier. So, das Spiel ist auch pünktlich zu Ende hier. Wir gewinnen mit 4:0 am 8. Spieltag. Und ich muss sagen, aktuell sind wir richtig gut in Form. Ja, aber die Dortmunder haben auch wieder gewonnen, wie man es hier sehen kann. Stehen weiterhin auf Platz 1. Da werden wir gleich mal schauen, gegen wen die überhaupt gespielt haben. Ja, wir bleiben dran hier auf jeden Fall. Sind jetzt 4 Punkte vor dem VfL Wolfsburg. Und ja, aktuell weisen wir eine richtig gute Form vor. Achso, hier haben wir auch die anderen Spiele. Dortmund gewinnt 4:0 gegen Mainz. Ja. Mainz rutscht runter auf Platz 7. Frankfurt gegen Hertha 3:0. Wolfsburg gewinnt gegen Union 1:0. Gladbach-Stuttgart 1:1. Leipzig 5:0 gegen Freiburg. Hoffenheim setzt sich 3:2 gegen Köln durch. Hoffenheim auf Platz 4. Auch krass, ne? Auch gut in Form hier, die Hoffenheimer. Ja, so kann es auf jeden Fall weitergehen. Ich bin zufrieden, wie es läuft aktuell. Und dann hören wir uns gleich im Nachbericht, Leute. Bis dahin.